Dr. Matthias Eickhoff ist völlig freiwillig in Gelsenkirchen. Sein Beruf als Unternehmensberater verschlug ihn in die Stadt. Inzwischen ist er nicht mehr Berater, sondern Firmenchef und mit 670 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Ich habe hier eine Menge interessanter Leute kennengelernt, die mir Gelsenkirchen beigebracht haben, die mir natürlich auch einen Weg zu Schalke eröffnet haben. Und ich war unglaublich überrascht, wie engagiert die für die ja schlecht besprochene Stadt sprechen. Und das gefällt mir gut und ich habe einen coolen Job hier und das würde ich gerne wiedergeben. Eickhoff hat mittlerweile einen Wohnsitz hier und gehört in Sachen soziales Engagement zu den aktivsten privaten Unternehmern der Stadt. Sei es die Rettung des historischen Thyssen-Gebäudes, das heute der Hauptsitz von Amevida ist, die Beleuchtung der Kurt-Schumacher Straße oder Zuwendungen an diverse soziale Einrichtungen. Bei den Schalker Zweitliga-Basketballern ist er sogar einer der Hauptsponsoren. Aber was ich wirklich schade finde, ist, dass die eben im Augenblick in Oberhausen spielen und nicht in Gelsenkirchen. Vielleicht gelingt uns doch daran, noch was zu tun. Das vielleicht wichtigste Engagement des Callcenter-Riesen ist ein wirtschaftliches. Die Amevida-Gruppe mit ihren 6 Standorten und über 2200 Mitarbeitern sitzt in Gelsenkirchen, zahlt also ihre Gewerbesteuer hier. Und wir sind hier einer der großen Arbeitgeber und ich finde, es gehört sie auch für einen Arbeitgeber, dass er ein bisschen soziales Engagement zeigt. Und ob das jetzt die Beteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung ist oder ob das das Herrichten eines alten, lange nicht genutzten Gebäudes ist, das finde ich, sind Themen, die ein Arbeitgeber, wenn es irgendwie geht, auch machen sollte.